Hallo Freunde von Crusader Kings 3 und herzlich willkommen. Wir erklären einen kleinen Krieg hier. Mal schauen. Geht weiter bei der Eroberung. Wichtigste 4-8. Ja. Kriegerorden ist ready, den brauchen wir. Hier stellen wir um. Jahre. Naja, ist doch wichtig. Ansonsten kriegen wir... Ach, müssen wir abbrechen. Aufgebot organisieren. Das ist tatsächlich wichtiger mal für den Beginn. Und ich schalte euch wieder zu. Oh, das Arabische Reich wurde gegründet. Kein Glückwunsch. Oha. Alter, ich habe überall Verwandte, Alter. Der ist aber niedlich, der kleine arabische Herrscher. Naja. Malik Uf. Wer hat den Bruderschaft vom Heiligen Grag angeworben? Ich nicht. Ich warte auch bis meine Bride sind. Achso, meine kann ich auch anwerben. Deutsche Dauer kann ich anwerben. Ach komm. Nee, meine. Den kann ich nicht. Die Zentralritter müssen sie nicht schicken, weil das ist. Ja, sind auch schon gebockt. Die hat sich irgendeiner ausgeliehen, ohne mich zu fragen. Na gut, fragen muss er ja nicht, aber. Wäre aber nett. Das ist schon geil, ja. Muss man nicht. Nee, aber wäre höflich. Würde ich nämlich einen Religionskrieg. Ich weiß, das ja auch für ganz Leute aus. Ja. Wenn das Despotat von Sizilien Zeit hat, könnte er Kreta schützen, weil irgendwie wird der immer Kreta erobern. Danke sehr. Bitte, bitte. Ja, ich bin gerade aber selber am Krieg machen. Ah ja, das ist kein Problem. Aglabit. Arabisches Reich, das ist ein Kind am Steuer am Arabischen Reich. Ja. Am Steuer. Ja, das ist. Ich meine, das ist ja taktisch klug, dann können die Berater natürlich, ne, ihre Interessen, weil das Kind weiß ja eh nicht, was richtig und falsch ist, sagt einfach nur Ja und Amen. Ja, da geht er hin. Irgendjemand möchte meine Tante erborgen. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Weil es meine Tante ist. Meine Tante. Ich glaube schon, dass die Tante ermordet werden kann. Tanten sind wie Mütter, die sind nur cooler. Was hat hier was meine Tante? Schon wieder eine Tochter. Das ist gut oder schlecht? Das klang wieder niedergeschlagen irgendwie. Ja, irgendwie hat meine Linie nur weibliche. Mal schauen, meine Frau ist ja noch jung. Ist auch ein Genie, von daher passt alles. Rowdy, du brauchst keine Hilfe in deinem Krieg. Nee, jetzt sind die wieder abgehauen. Weil sonst sag Bescheid. Ich hab grad nur noch 37 minus. Ja. Wer bereit für alles? Ah, jetzt ist nieder bei 8. Ja, ich nehme wieder bei den Krieg. Danke. Portugal, willst du nicht noch mehr Kriege führen? So, ist das auch deine Armee, oder wie? Ja. Nein, nein. Wo ist denn der restliche Armee? Ja, sieht schon ganz gut aus wieder bei dir. Oben sind sie aber jetzt. Dann ziehe ich wieder weg, weil ansonsten fressen wir uns ja gegenseitig alles weg. Also ja, wenn ihr viel zu besprechen habt, dann geht ruhig in einen eigenen Channel. Richtig, wollte ich gerade sagen. Nur weil wir nicht mit euch reden. Der Mond hat auch angeplagt. Nicht von mich. Ist ja unwichtig. Aber es ist ja auch richtig. Wie läuft's bei dir, Sharky? Ja, läuft. Die haben immer noch alle minus 100 Meinung von mir, das ist doch gar nicht. Das ist halt wieder Krieg vorherbestimmt, das ist. Thank you.
Jemand wollte mich ermorden. Ja, nach der Aktion ist das kein Wunder. Jemand wollte mich ermorden. Braucht der Alexandrianer immer noch Hilfe? Nein, das König von Sparta kämpft. Habt ihr einen erfolgreichen Krieg geführt? Ich hab jetzt noch das letzte Stückchen. Also Sfax habe ich noch zu erobert jetzt. Ah, wunderbar. Ah, ich sehe Tripolitanien, ne? Oder? Ist das korrekt? Sehr gut. Byzanz wächst. Ehre und Stärke für Byzanz. Ja, Byzanz wächst. Wie gesagt, alles, was wir dem Islamischen Reich hier und dem Königreich Arabien da, Alter Schwede, abbringen, desto besser. Auch für Spanien. Und für Frankreich, möchte ich anmerken. Ich dachte, jetzt kommt England. Nein, England brandschatzt eh nur. Niemals. Und muss sich gegen die Skandinavier erwehren. Von daher, da ist alles gut. Was? Aber wer Ruhm und Ehre sucht, der darf natürlich mitmachen. Oh, ich wurde als Ratsspitzel in den Rat einberufen. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Nett, nett, nett. Mein Hausmitglied kann ich rufen. Warum nicht? Herr Doktor, ich schicke Ihnen mal eine Anfrage, ne? Herr Doktor. Ach, mir? Ja. Wer ist denn sonst hier noch Doktor? Mit meinem Ratsverwalter? Ja, ist aber matrilinear, also der geht dann in meine Butze. Der Ratsverwalter ist weder in meinem Haus noch irgendwas, what the fuck? Warum kriege ich die Anfrage? Ja, weil das da gerade unten stand. Der ist doch von deiner Dynastie, Haus, keine Ahnung. Nee, das ist nicht aus meiner Dynastie, das ist eigentlich eine niedrige Geburt, aber... Ja. Eine niedrige Geburt. Ach scheiße, warum habe ich angenommen? Ach, kacke. Warum nimmst du an? Dann ist ja dein Ratsverwalter weg. Ja, ich hab... Das war... Aber er hat gefragt. Er hat gefragt, ja. Was macht der englische König? Hat der englische König gerade zu tun, oder was? Nee, gerade nicht. Wieso? Wenn du willst, kannst du dir noch ein bisschen Ruhm und Ehre verdienen. In Litauen. Ja, der baltische Flotte. Wenn du möchtest, wenn du es dir leisten kannst, ich weiß es nicht. Leisten? Nein. Aber machen auf jeden Fall. Wenn Sparta den Krieg beendet hat, ist auch Sparta mit dabei, wenn das notwendig sein sollte. Aber wir sind nicht verbündet. Das ich kann dich nicht mehr in den Krieg rufen. Oh, du bist reingetreten, okay. Ja, nee, wir sind hier nicht mehr verbündet, ne. Ja, weil der alte König gestorben ist, aber... ist Weibsvolk vorhanden. Ich glaube, ich lade mal ein paar Ritter ein. Ah, ich habe alle verheiratet hier. Die Haustruppen sind tatsächlich in 17 Monaten fertig. Kann ich plus 3 Kriegsverfügung. Was ist denn da los? Was ist denn da, Alter? 5 Jahre, dann habe ich Festungsmauern. Ich habe noch 30 Jahre bis zur schweren Reiterei. Die haben wir doch schon längst. Dafür habe ich das, was ich nicht aussprechen kann, was eine Stufe über die Onaga ist. Mangonellen. Ja, sag ich doch. Mangonellen. Salmonellen. Salmonellen, genau. Die habe ich auch schon. Besser wäre allerdings, wenn mein Oberhaupt Festungsmauern forschen würde, oder Burz, oder wie man das ausspricht, dann könnte ich endlich meine Städte ausbauen. Dann könntest du endlich, ein Dungeon bauen. Ja, das wäre schon geil. Im Englischen auch Keep benannt. Ein Dojo. Ein Dungeon. Mit 10% Bewegungstempo ist auch cool. Ja, das ist auch toll, ja. Das ist auch toll, ja. Wenn man unendlich Kriege führen möchte, ist das auch toll. Hast du fein gemacht. Dafür habe ich schon das königliche Vorrecht erforscht. Ach, ich weiß es nicht. Na, endlich. Sehr schön. Kostet mir zu
Glückwunsch. Warte, das hat jetzt... Englische Truppen landen gleich in Litauen. Ausgezeichnet, würde ich sagen. Wird Litauen mit noch mehr Leuten Krieg? Ja, ich glaube ja. Weil dann mache ich die gleich kaputt aus Versehen. Wie mit halbem Weltkrieg gerade gefühlt. Na gut, dann werden die Gegner unseres Gegners jetzt sterben durch meine Hand. Komischerweise. Ich weiß, dass der de jure die andere Grafschaft hält. Das ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Mal ein paar gute Ritter hier an den Hof holen. Oh, meine Mutter ist tot. Ein Beileid. Möge sie in Frieden ruhen. Hast du jetzt Halbwaisenrente? Keine Ahnung, bin König. König Waisenrente, hä? König, König. Oh, danke. Bitte. Was geht hier ab? Alle versuchen sich gegenseitig hier umzubringen. Gerade. Wo denn? Einmal meine Rivalin macht die ganze Zeit Ränke gegen irgendeine Tochter von mir und mein Sohn, mein Spielererbe macht auch die ganze Zeit irgendeine Todesränke gegen jemanden. Ja, bei mir ist es auch vorhin so rund gegangen. Eins. Ja, Rodi. Ah, du bist jetzt 12. War das natürlicher Tod oder? Ja, ich glaub. An Herr Burgunter, ich hab mir was geschickt. Oh ja, nee, du bist nicht. Wenn wir uns wieder verbünden wollen, dann werden wir inzüchtig. No risk, no fun, ne? Ja, aber noch brauchst du ja keinen Verbündeten, oder? Nö. Interessant hier. Ja, ja, ja. Das ist nicht gut. Lassen wir mal meine Gemahlin. Hat mich betrogen. Nein. Mit meinem eigenen Sohn. Hier geht's. Ja. Jetzt wird's komisch. Was? Leider ist mein eigener Sohn. Was? Ein Herzog. André der Dritte. Ja, von Kreta, oder? Das ist sowieso so ein Luder. Nein, das ist ein Dux von Kreta, das ist ein anderer. Moment, wissen wir. Sieht der vielleicht ähnlich und hat sie dich verwechselt? Nein, da. Prinz von Sparta, den habe ich das Vasallentum von Tobruk gegeben. Seine Ehepartnerin ist aus Haus Asim. Die haben auch 1000 Kinder, wie es aussieht. Grafschaft von Pötien hat der. Was? Wie kommt denn der zur Grafschaft von Pötien? Ach, shit. Graf Manuel von Pötien, den habe ich das gegeben. Die waren alle ziemlich... Die haben Anspruch auf Sizilien. Das sind gefährliche Leute hier. Wir haben 1000 Kinder. Gefährlich. 1000 Kinder habe ich nicht mal geschafft. Das ist
Musst du deine Frau enthaupten jetzt, oder? Ich hab sie mal eingesperrt, ja. Aber hinrichten ist kacke, ne? Das macht sich nicht so gut innerhalb der Familie. Wir haben mit deinem Sohn gevögelt. Ja, ich war mit meinem Sohn. Das ist ekelhaft. Meine Frau hat eine Affäre. Bis dahin ist die Geschichte ja interessant gewesen. Mit meinem Sohn. Was? Ja, was sind das für Zustände da? Ich hab's versucht, ich hab's versucht zu vertuschen, deswegen kann ich sie jetzt nicht hinrichten. Davor war's interessant, dann warst du noch pervers auf einmal. Ist wild. Meine 112 lebende Mitglieder. Glaubst du es ja nicht. Wer denn? Ja, ich in meinem... Ah, ich hab 72 und 4 Häuser jetzt. Was ist Machetairos? Da ist nicht mal mehr Prime drin. Vor 5 Jahren gegründet. Das muss sich zerschlagen, das Haus. Was geht denn da mit dem? Game of Houses. Dux Theodosius von Kreta. Ich hab mittlerweile ein Haus, was gar keine Mitglieder mehr hat. Aber ich hab auch ein Haus bei mir drin, das heißt Sparky. Sparky? Finde ich gut. Sparky? Ich unterstütze das Haus Sparky. Und viermal Wolfies. Wolfies-Fans. Nur so ein Blödsinn. Dynastievermächtnis. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. Stimmt, das könnte ich auch mal. Bisschen, ne? Was habe ich jetzt eigentlich für Dynastievermächtnisse ausgewählt? Ach, ich habe noch fruchtbare Lenden. Macht Sinn, ne? Wenn du 100 Verwandtschaft hast oder 100 Mitglieder hast. Ja, ich mache auch gelehrsame Jugend danach, weil dann können die Dynastiemitglieder haben bessere Ausbildungseigenschaften, das heißt die noch besser. Ich habe, glaube ich, das Blut genommen, ne? Das Problem ist, die 2000 sind halt ziemlich, ne? Ja gut, ja, ich hab mittlerweile plus 4,0, ne? Habe ich. Mich für das Blut entschieden. Ich habe jetzt auf Stufe 2 30% verstärkte Chance, dass das positive Eigenschaften vererbt werden. Achso, braucht da eigentlich jemand eins? Ich habe das nicht mitbekommen, sorry. Nicht wirklich, ne? Nee, meldet sich keiner. Da hängt auch schon wieder jemand hinterher. Dann auf 2. Hier war er? Nee, das war nicht. Nee, ich habe gerade geguckt, da steht nichts. Ach, niemand hast du gesagt, ich hab jemand verstanden. Nee, vielleicht doch, hängt... ich brauche jemand. Ich hab gesagt, vielleicht hängt jemand hinterher, vielleicht. Ah. Da habe ich geguckt, nein. Nein, doch. Nein, oh. Oh. Nein. Oh, Dänemark führt auch Krieg gegen... Litauen. Alter. Gibt's eigentlich jemanden, der nicht Krieg gegen Litauen führt? Wir sind alles meine Verbündeten, ne? Schaffen wir gut. Machen wir halt den Spaß komplett und. 19.000. Okay. Wo hab ich denn wieder rumgelungert, dass ich Typhus habe? Oh. Das ist ungeschickt hier. Typhus? In der Gosse, ja. Fledermaus 6 oder was war da? Ekelhaft. In der Gosse. Sag mal, Niederbei, kannst du mal dein Haus bitte umbenennen? Warum? Ist hier schon wieder gleich? Nee, weil ich rechne mit, alle haben sich irgendwie umbenannt, sodass man es erkennt und er halt irgendwie noch so ein Aribonen oder wie es da heißt. Und dann denke ich, ach, vielleicht kann ich das Kind ja heiraten? Nein. Ja, mein Haus heißt immer noch Wessex. Also warum sollst du das nicht heiraten können? Weil es ein Genie ist. Du musst doch nicht matrilinear heiraten, wenn du verheiratet bist. Weil es ein Genie ist und du es, glaube ich, nicht matrilinear verheiraten wirst. Ich habe nur noch Genies in der Familie, ja. Falls das nicht aufgefallen ist. Ach so. Oha, der feine Herr hat nur noch Genies in der Familie. Naja. Also ich habe Chucky auch ein Genie angeboten, weil das meine Enkelinnen sind. Kann er sonst mal einen an... ...wo rausschicken. Kannst du mal. Mehr wie ab den kann ich ja nicht. Da habe ich natürlich wieder die Belagerung verpasst. Ja, ich gehe mit Typhus noch auf eine Schlacht, jawohl. Los geht's. Brody, oder wollen wir das Brody eingehen? Das Risiko, dass du denn inzüchtig wirst. Ja, die Frage ist. Ich meine, jetzt kann ich eh noch nicht heiraten. Weil ich noch zu jung bin, ne? Mhm. Sagen wir dann. Kann dir ja mal ein Angebot schicken. Ja. Oh nee. Das Angebot ist raus, ne, Herr. Ja, ich schau gerade. Ob das irgendeiner ist, den ich noch glaube. Die kann ich dir nicht anbieten. Die Jung hat. Ist Blut da gewesen? Toll, jetzt lebt er doch noch weiter. Ah ne, das ist nur die Halbschwester. Kannst du haben. Ja, vielen Dank. Doch, war schon. Dann hast du es ja gut hingekriegt, dass du deine überall Intelligente drin hast. Ja. Du bist ein... Nicht nur Intelligente. Die Genies.
Niederweiher wird ja als erstes Blutmutter oder Blutvater werden. Ja, und Niederweiher wird als erstes vom Polen gesnackt. Was? Warum das denn? Was? Oder auch der polnische König, der noch spartiatische Hilfe, der Krieg hat es gleich gewonnen, dann habe ich wieder 6.000, 7.000 Mann frei. Na, na, alles gut. Läuft alles bestens, danke. Pole ist ja eh die Wand gegenüber der Horde der Mongolen dann. Ja. Ich glaube, der Kontinent heißt nachher Polen und nicht Europa. Nein. Wenn Polen so mächtig ist, bin ich auch jetzt nach Afrika ausgewandert. Weg, schnell weg. Ich bin krank. Das wissen wir. Was hast du denn? Weiß ich noch nicht. Aber er hat meinen Arzt sehr erfolgreich behandelt. Das ist doch schon mal gut. Und du hast deine Genitalien behalten. Solange du kein Genitalien abschneiden musst, wollte ich gerade sagen. Könntest du ja mal mit England sprechen. Ja, wir haben jetzt Haustruppen. Finde ich gut. Ja. Nein, ich bin gebrechlich geworden. Ich ziehe uns Ende. Ja. Danke, gebrechlich. Krank und gebrechlich. Ja. Das ist nichts gut hier. Nichts gut. Nee, nicht wirklich. Aber ich meine, ich bin 65, ne? Das ist. Stolzes Alter. Ja, ich bin auch krank. Krebs. Oh nein. Oh. Also. Dem Tode nahe vor allen Dingen. Dem Tode nahe, oh mein Gott. War ich bei Typhus aber gerade auch schon. Bei Krebs steht bei mir noch Gesundheit schlecht. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Und ich habe keinen guten Hofarzt. Fuck. Ich will sterben. Ach. Ich will draufgehen. No. Dem Arzt sollte man doch nicht sparen. Wieder ruft mich der Basileus von meinem Posten als Arztsitze. Da ich glaube, ich geht ein wenig besser. Teufel ist meine Frau jetzt, wenn ich sie erpresst habe. So, Dankeschön für die Hilfe, König von England. Mein Cousin hat Bram Skopje geschaffen. Was soll denn das? Bram Skopje? Ja. Wie gesagt, meine Häuser haben halt alle Maximus plus irgendeinen Namen. Okay, krank bin ich nicht mehr, ich bin nur noch gebrechlich jetzt. Mit wem habe ich eigentlich meinen Sohn oder Tochter verheiratet mit dir? Ist irgendwas oder einfach irgendjemand? Was? Kann ich da irgendwelche Herrscher dann irgendwann erwarten oder ist es nur irgendwelche Nebenlinien? Was meinst du? Bei mir jetzt meinst du? Ja. War eben den ich angefragt habe, den Sohn oder wie? Ja. War mit einer Enkelin von mir. Potenziell. Eventuell später ein Zuchtpartner. Inzuchtpartner. Also es kann eventuell. Das kommen nachher auf jeden Fall eine gute Kombination mal raus, hoffentlich. War mit einem Enkel, also es wird. Es ist brauchbar. Okay, jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich hier, die ganze Scheiße hier auf einmal. Hä? Eine Frau, eine Wulfing ist bei mir gerade angeleiert. Wulfi, was machst du? Vor allem das Beste ist, ich weiß gerade, das gehört zu Wulfi. Nee, das ist eine eigene Dynastie. Herr Doktor, ich schicke nochmal eine Anfrage. Darf ich? Ja. Schwierig, ja.
Ich sehe ja, die anderen Häuser jetzt. Dann habe ich aber nicht. Gut, ne? Dann habe ich mal was gut dabei, ne? Ja, was gut. Sind nicht verbündet. Ich weiß nicht, was das für ein Typ davon ist, aber der hat Intelligenz und den wollte ich halt, oder sie, wollte ich halt gerne mit meinem Spielererben verheirateten. Verheirateten? Ja, bevor der irgendwelchen anderen Keks da heiratet. Können wir gerne machen. Dann kann ich mir auf jeden Fall auch irgendwann mal, denn, wenn Bedarf besteht, ja mal was auspicken. Ist ja auch in Anführungszeichen nur Popo eine Engel. Von Österreich. Ja, auch geil. Ritter von mir. In dem spartanischen Herrscher ist auch schon der jüngste, ne? 64. Bitte? Bei Spartan hat er 1000 Bündnisse geschmiedet. Habe ich das? Natürlich habe ich das! Habe ich das? Ein Hafen gebaut. Wie man meinen Enkel ermorden. What? Da sein hier. Oh, Sparta verlässt Europa und zieht nach Afrika. Ja, hab ich schon gedacht. Aber dafür muss es doch Gründe geben. Zurück. Willkommen. Komm zurück. Oh, ich wie gesagt, die Gebiete sind reich, aber ich behalte natürlich meine Besitztümer in Europa. Also keine Angst. Und der Kampf gegen den Islam ist natürlich vordergründiges Ziel. Wir haben keine Angst vor Gebieten ohne Anspruch, André. Bitte? Keine Angst, die Gebiete in Europa werde ich behalten, sagst du. Keine Angst. Davor haben wir keine Angst, wenn du die Gebiete in Europa verlässt. Ja, aber vom Behalten hoffentlich auch nicht, ne? Welche Gebiete denn? Naja, aber hast du halt echt gute Zeug geholt, ne? Ja. Was? Good stuff, oder wann? Er hat sich gutes Zeug geholt. Good stuff? Ui, ui, ui. Nö, nee, ja, ich glaube. Langsam, nach und nach. Er benennt sich André nachher rum in Alexander und ab geht. So ist es. Und ab geht's nach Indien. Vielleicht gründen wir die ptolemäische Linie neu. Oha. Weil die griechischen Einfluss habt ihr. Einmal auf eins, bitte. Ja. Ja. Moses. Persische Reich wird wieder neu gegründet. Ja, als Teil von Byzanz, ne? Das ist alles das alte byzantinische Reich. Sizilien erobert, Karthago. Altes römisches Reich. So soll das. So muss das. Und macht ihr denn auch bei Indien Halt oder geht ihr denn weiter? Bitte? Macht ihr denn bei Indien Halt oder geht ihr denn weiter? Ja, wir wollen ja nicht das alte Makedonien auferstehen lassen hier mit 10.000 Alexandria. Also wir wollen nur das byzantinische Reich wieder zurückerobern. Vielleicht vermache ich den Basileus von Byzanz, Sparta, und gründe ein eigenes unabhängiges Reich am Nil. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht huldigen wir weiterhin dem König, dem Kaiser am Bosporus. Aber dann lass den Nil unbegradigt. Ich habe gehört, in Zukunft könnte das ganz schön zur Wüste führen dort. Was, in Konstantinopel oder was? Nee, den Nil. Den Nil? Warum sollte das zur Wüste führen? Weil sie die Begradigung zur Wüste geführt haben. Des Nils. Die haben doch immer also diese Voraussichten. Ich habe da sowas gehört. Ach so. Weil das war doch immer die Kornkammer Roms, eigentlich. Ja, ja. Und auch die Kornkammer Byzanz. Das ist war es vor langer Zeit. Das heute, ist das heute ist das alles Wüste. Oh. Oh, schaut mal, der Basileus hat jetzt 21.800 Truppen. Oh. Aber der Sharki hat auch 16.000. Ja, das ist auch gut. Polen ist verbündet mit Sparta. Also im Geiste. Und Sparta schuldet noch Kriegshandel. Da steht es auch dazu. Was? Wer wie Truppen? Polen hat 16.000. Byzanz 22. Polen muss mal wieder Ruhe einkehren lassen hier. Aber ich habe gerade noch einen Krieg aufgeheimst bekommen, den ich nicht will, aber den muss ich ja halt durchziehen. Erbe von eure Kaiser hat eine lustige Haube auf. Was? Basileus, der Sohn. Haube, das sind seine Haare, wow. Sind das.
Bin wieder da. Nee, die Grünen. Willkommen. Erschreckende Nachrichten bekommen. Der König von Bayern wollte mich ermorden. Was? Ganz grausig. Ein Skandal. Ich habe das zu meinem Ratsbisschen mitbekommen. Was sollte hier Bayern bitte schön nach Portugal umstrecken? König Dittmar wollte mich umbringen. Da habe ich gar keine Verbindungen dahin. Shame. Also was? An Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Sind das auch wahre Nachrichten, oder? Ja. Ich kann auch wieder auf zwei schalten. Nicht wirklich. Glaub doch, nicht, nein, weil der König... Der nächste König ist gestorben. Ja, man kriegt da jetzt auch mal richtig. Alter, leck mich doch am Arsch. Wer will denn mit dem Typen herrschen? Oh. Ja. Ah, kann ich die installieren? Hat sich dann reich aufgeteilt, oder wie? Ja, aber die Wichser sich für den anderen entschieden haben. Oha. Oha. England. Und England. Du bist England. England. Nee, zwei England sind das. Aber England ist mächtiger als England. Der andere ist ein Cousin von mir. Das erinnert mich jetzt gerade an die Runde Hearts of Iron, wo Chucky da auch... Wieder mal hat das Spiel verlassen. Natürlich hat er das. Und damit verlasse ich auch euch hier. Mit dieser Runde, ihr seht, wir gründen ein Reich am Nil. Wir werden hier nach unten marschieren und das Wann erobern. Das ist gut, Nubien ist groß und mächtig, das ist beschissen, aber wir haben die Hilfe unseres Großkönigs, dementsprechend kann uns nicht viel passieren. Vielleicht machen wir uns auch tatsächlich frei. Wäre relativ interessant, dann als Kaiser hier. Hör mal, Herzogtümer, wir wollen eigentlich ein Großreich, Arabisches Reich oder Abessinien. Kaiserreich. Das wäre tatsächlich interessant. Ja, wir werden sehen. Ciao.